Mein Name ist Pascal und seit ein paar Monaten ist der Van mein Zuhause. Zusammen mit meiner Freundin reise ich quer durch Europa und zeige dir, wie das minimalistische Leben, aber auch der normale Alltag unterwegs so ist. Viel Spass bei diesem Video. Wir sind jetzt gerade in Wagin am See auf einem Bauernhof, wo ein paar Stellplätze anbietet. Wir haben hier ein bisschen Ruhe gesucht. Wir haben wieder mal Kinder nebendran. Ich verbringe jetzt meine Social-Media-Freizeit mit Lesen und endlich habe ich es wieder mal geschafft. Ich bin wieder mal rennen. Hat schon länger nicht mehr gegeben. Ich habe es immer mal wieder probiert anzufangen. Aber die gewonnene Zeit, die ich jetzt habe, weil ich kein Instagram mehr brauche, habe ich gedacht, könnte ich jetzt in ganz langsame Läufe umwandeln. Irgendwie bin ich plötzlich mega entspannt, seit ich keine Social Media mehr brauche, keine Reels mehr schauen, nicht mehr irgendetwas muss auf Twitter mitteilen, was eigentlich gar niemand interessiert. Ich glaube, ich kann mich gut damit abfinden, in Zukunft nur noch YouTube zu verwenden und wirklich hier weiterhin das Leben dokumentieren und die Videos machen, damit ich in ein paar Jahren mal zurückschauen kann und sehe, was wir eigentlich alles gemacht haben. Ja, jetzt geniessen wir hier noch einen ruhigen Abend und morgen geht es dann weiter. Good morning! Wir haben Sonntag, sind wieder am diskutieren, ob wir bleiben oder weiterfahren. Aber ich glaube, ich habe Lust zum Weiterfahren. Also, let's go! Geh weiter. Ja. Und jetzt gehen wir ab auf Österreich. Und schon bin ich falsch gegangen. Brügge. Stark. Kann man jetzt auf München zurück? Nein, du bist schon allein. Wirklich jetzt? Ja. Fahren wir zurück auf Deutschland? Ja. Scheiße! This was so wrong! So, wie ihr seht, wir haben es doch noch geschafft, obwohl wir die Ausfahrt verpasst haben, also ich. Und wir sind jetzt in Austria. Und es ist doch einfach genial, wenn wir am Morgen aufstehen können, Kaffee trinken und raus auf den See schauen. Was ist passiert? Nicht. Ich kann nicht waschen. Weil man für die Piep-Wäschmaschine 4,50 € genau in 50 Cent Stückchen braucht. Und das hat ja natürlich kein normaler Mensch dabei. Und dann muss ich Geld wechseln und das macht er schon 10 Minuten auf. Jetzt kann ich die 7 Kilometer dort vorne nachher nochmal laufen. Weil ich natürlich nur 5-Euro-Schein habe. Und wieso muss ich Wäsche waschen? Weil du 20 Millionen Socken pro Tag machst. Ich tue sie wenigstens wechseln.
Another day, another city. Heute geht's nach Salzburg. Ah, schön, nehmen wir die Christo. Wieso kann man Rasen nicht einfach wachsen lassen? So muss das immer so geschnitten sein. Kommst du mit? Ja. Okay. Ich habe noch nie in meinem Leben Rasen gemeint. Ich habe Hunger. Und du? Ich auch. Let's go. So, jetzt haben wir ein super gutes Morgen gegessen im Afro-Café. Richtig, richtig gut gewesen. Wie ist dein Eindruck von Salzburg? Schön. Peinlich dort viel. Ja, mega. Du siehst die Leute nie mehr. Das ist nicht peinlich. Doch. Nein. Water drop. Du hast eine Flasche. Nein, die ist neben mir. Oh, wir machen jetzt hier einen Vlog. Hallo zusammen. Hallo. Wir sind jetzt in Salzburg. Jetzt sind wir in Salzburg. Wir zeigen euch die tolle Kultur dieser Stadt. Wir gehen in Mozart sein Geburtshaus. Und dann essen wir noch 7 Mozartkugeln, dann wird es schlecht und dann kösteln wir los. Und dann machen wir noch eine ganz romantische Kutschenfahrt. Oh ja. So, gehen wir ein Bier trinken. Einen Spruch abschreiben da. Finde ich gut. Was fein? Nüchtern. Ich kann es doch erzählen. Den habe ich schon mal gefilmt. Zehn? Dann musst du mich doch filmen. Zehn. Nüchtern betrachtet, war es besoffen besser. An was für Platz sind wir da? Papageienplatz. Nein, wie heisst es? Weißt du nicht? Also dahinter, schau doch. Wir sind jetzt am Papageno-Platz. Was ist der Papageno? Keine Ahnung. Wer kommt von Salzburg? Mozart. Was hat er für eine Oper geschrieben, ganz berühmte? Papageno-Oper. So eine Oper, wo ganz viele verschiedene Tier- Fabelwesen vorkommen. Papageien-Oper. Zauber. Zauberwald. Nein, Zauber. Zauberflöte. Zauberflöte, genau. Und was ist dort? Der Papageno. Ja. Ah. Flöte. Salzburg ist eine sehr schöne Stadt. Es hat sehr viel Kulturelles gesehen. Kulturelles zu sehen. Es hat sehr viel. Hör doch flach. Wir haben leider viel davon verpasst. Jetzt ist es peinlich. Ja. Ist nicht schlimm. I got it. Hi. Ist alles gut. Mhm.
Die Österreicher sind so nett, hä? Tut sich noch entschuldigen. So geil. Also, wir haben das meiste davon verpasst, weil der Pascal nicht gerne in Museen geht und Salzburg gefühlt aus 3 Milliarden Museen besteht. Du musst nicht deine Augen verdrehen. Es war gar nie eine Option, dass doch, das Museum. Das Weihnachtsmuseum, das Ostermuseum, das Museum der Moderne, das Mozartmuseum, das Altstadtmuseum, habe ich schon mal gesagt, das Museum von Salzburg. Aber am Schluss haben wir es noch geschafft, in ein Museum zu gehen. Und das zeigen wir euch jetzt. Whisky-Museum. Im Leben gibt es oft eine starke Tendenz dazu, den Erwartungen der Gesellschaft gerecht zu werden. Die Wahrheit ist aber, dass wir nur ein begrenztes Zeitfenster haben, um unser eigenes Leben zu leben. Es liegt in unserer eigenen Verantwortung, genau das Leben mit Leidenschaft, Freude und Sinn zu füllen. Es erfordert Mut, aus der Norm auszubrechen, weil der Mainstream, der ist bequem. Aber im Verrücktsein liegt eine magische Kraft. Wenn wir uns selber erlauben, etwas anders zu sein, dann geben wir uns die Freiheit, die Ketten der Normalen zu sprengen und unser ganz eigenes Universum zu schaffen. Es geht nicht darum, aus Prinzip zu trotzen, sondern darum, unserer eigenen Stimme zu folgen. Also sei mutig, sei verrückt, folg deinen Träumen und Leidenschaften. Leb das Leben, das dich erfüllt. Weil am Ende zählt nicht die Meinung der Gesellschaft, sondern nur, wie zufrieden du selber mit deinem Leben bist. Lass dich von deiner eigenen Verrücktheit tragen und entdeck die wahre Freiheit. Einfach du selber sein. Tschüss zusammen. Warte schnell, ich kann das besonders gut. Komm jetzt, wer hat das grössere Doppelkini? Warte schnell. Er ist gewonnen. Yes.